Hier ist er, unser S-Car Ready. Wir haben es geschafft, die hervorragenden Eigenschaften der Pulver-Variante 1:1 in die Ready-Version reinzutransportieren. Wir haben eine hohe Anfangshaftung, wir haben transparente Auftrocknung und wir haben eine hohe Feuchtfestigkeit. Wir können die Ready-Version auch für nahezu alle Tapetensorten einsetzen. Christian, wie kriegen wir das an die Wand? Das ist das Tolle bei diesem Produkt. In allen Applikationsformen, heißt Airless, Rolle, Bürste und natürlich Tapeziergerät. Christian, dann zeig uns mal, wie das mit dem Tapeziergerät funktioniert. Gerne. Um eine sichere Verklebung der Tapete zu gewährleisten, ist eine Kleistergeräteeinstellung von 1 nötig. Das Ansatzverhältnis ist werkseitig auf 1:15 eingestellt. So, nun habt ihr gesehen, wie gut das Material durch die Kleistermaschine läuft. Natürlich hat auch in diesem Fall Stefan wieder eine Wand vorbereitet, wo er euch gleich anschließend das Produkt im Airless-Verfahren vorstellt. Mit einem geeigneten Airless-Gerät und einer 019er bis 021er Düse, einem Winkel von ca. 50 Grad und einem Druck zwischen 180 und 200 Bar ist unser S-Car Ready sehr gut zu verarbeiten. So, Stefan, S-Car Ready Time. Ja, Christian, du hast gesehen, S-Car Ready, er lässt sich perfekt durch das Tapeziergerät ziehen. Er ist super verarbeitbar, er geht wie Sahne durch alles Gerät durch. Welche Auftragsart fehlt noch? Natürlich die Rolle an der Wand. Zeig uns, wie es funktioniert. Sehr gerne. Mit einer kurzflorigen Kleisterrolle ist ein gleichmäßiger Kleisterauftrag garantiert. So, Stefan, komm doch noch mal rein, ob ich auch alles richtig gemacht habe hier. Ja, Christian, eine optimale Kleisterverteilung auf der Wand, da kann man jede Tapete einlegen. Ein super Kleister. Tipptopp.